jetzt gegessen? Hey, hört mal her jetzt. Wir sind hier heute nicht zusammengekommen, um ein weiteres Mal die Herrschenden anzubetteln. Bitte, bitte, sei doch mal ein bisschen netter zu uns. Wir werden nicht nur dieses Polizeigesetz stoppen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, den Staat in die Defensive zu drängen, wenn wir endlich aufhören, um Erlaubnis dafür zu fragen. Gerade jetzt, wo sich viele Menschen mehr Führung wünschen, ist es unsere Aufgabe, ihnen die Führung nicht zu geben und den Menschen zu sagen, du bist schlau, denk für dich selbst, lass dich nicht weiter verarschen und knechten, steh auf und mach dich frei. Die Polizei ist dabei nur der lange Arm des Kapitals und setzt dessen Interessen durch. Auch wird die Polizei durch das Gesetz jetzt immer mehr Möglichkeit haben, beliebig gegen Menschen vorzugehen. Ob es die Gewerkschafterin vor Ort ist, der Familienvater, der in ihr Bild des gefährlichen Migranten passt, oder ob es Menschen sind, die keine Lust haben, sich weiter zu beugen und auf Demos gehen, um ihre Meinung kundzutun. Alle diese Menschen können dann ohne Probleme von der Polizei noch besser angegangen werden. Für uns ist es allerdings absurd, dass die heutige Demonstration mehrheitlich von autoritär kommunistischen Gruppen organisiert wird. Jeder Mensch weiß, dass in den Ländern, in denen es eben solche autoritär kommunistischen Gesellschaftsversuche gab, ein totalitärer Polizeistaat errichtet wurde. Jede Meinungsvielfalt droht dann von der Diktatur des Proletariats verfolgt zu werden. Machtstrukturen werden sich immer versuchen zu erhalten und sogar auszubauen. Deswegen kann uns ein Staat niemals, wirklich niemals, die Freiheit schenken. Auch wenn Leute immer wieder sagen werden, gib mir die Macht, ich werde alles verbessern. Dafür werden du und ich schon selbst kämpfen müssen. Wir stehen daher klar gegen jeden Polizeistaat, egal ob er sich nun demokratisch, sozialistisch oder sonst wie betitelt. Die aktuell einzig verbleibende Perspektive, die eine Welt ermöglicht, in der viele Welten Platz haben und die zusätzlich den Menschen bei gegenseitiger Solidarität die größtmögliche Freiheit schenkt, ist der Anarchismus. Die anarchistische Bewegung auf der Welt hat handfeste Konzepte, die schon jetzt funktionieren. Und AnarchistInnen weltweit beginnen sich selbst von den Strukturen der Unterdrückung zu befreien. Also lasst uns nicht länger auf ein Zeichen warten, lasst uns anfangen, uns unsere Handlungsmacht zurückzuholen. Fangen wir an, uns zusammenzuschließen und zu zeigen, dass wir nicht mehr länger das tun, was sie von uns erwarten. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich bin nicht damit einverstanden. Im Zweifel für den Zweifel, das Zaudern und den Zorn. Im Zweifel fürs Zerreißen der eigenen Uniform. Im Zweifel für den Zweifel.